Wir begrüßen Sie aus Agadir. Willkommen zum dritten Spiel der Afrika-Qualifikation für den Weltpokal 2020. Senegal gegen Mali ist das nächste Duell, auf das wir uns riesig freuen. Denn hier spielt die vermeintlich stärkste Mannschaft gegen die der 10, die am schwächsten eingeordnet wird. Mali ist dabei und will die Überraschung schaffen. Der Senegal als Vize-Afrikameister klar favorisiert. Wir freuen uns jetzt zunächst auf die beiden Hymnen. Die Rollen sind klar verteilt und wir schauen, wie beide Mannschaften beginnen. Zunächst der Blick auf den Senegal mit Gomis als neue Nummer 1 im Tor. Gassama, Kouyaté, Sané und Sabali in der Verteidigung. Vorne Niang, Ismaïla Sarr und Sadio Mané. Und dahinter zentral Keita Baldé. Sicherlich das Stärkere der beiden Teams. Und jetzt der Blick auf Mali. Die meisten spielen in Frankreich in der Liga. Diarra im Tor, Traoré, Fofana, Wagwe und Koné in der Verteidigung. Vorne der große Star Moussa Mariga in der Spitze. Der spielt in Portugal bei Porto und hat große Erfahrung aus der Champions League. Kann losgehen. Der Senegal in Neongelb, Mali ganz in Weiß von rechts nach links in dieses dritte Spiel. Vorhin hat Tunesien einen großen Schritt gemacht mit dem 4:2 gegen die Elfenbeinküste. Und jetzt erwartet man eigentlich, dass der Senegal das in etwa auch zeigen kann. Erster Angriff über links mit Sadio Mané. Gleich die erste scharfe Flanke. Mariga. Den werden die Spieler in Weiß heute suchen. Mali über seinen Torjäger, 28 Jahre alt, Moussa Mariga, hat erst dreimal getroffen, aber es gibt wenige in der Elf aus Mali, die eine ähnliche Torstatistik haben. Freistoß gepfiffen. Für Mali. Bissouma. Mariga. Oh, fast durchgekommen. Mané. Andere Seite. Keita Baldé. Grätsche. Bisschen daneben gegangen. Nochmal Keita Baldé. Doppelpass mit Sarr. Ismaïla Sarr. So, auch das war gut. Jetzt gibt es die gelbe Karte für Koné. Verteidiger aus Lyon, Youssouf Koné, 24, sieht gelb für die Aktion jetzt gegen Keita Baldé. Und es gibt dazu Freistoß, auch wenn es kurz Vorteil gab. Salif Sané, der Schalker mit der Chance. Harmlos in die Mauer Malis. Sabali. Flanke bleibt hängen bei Traoré. Und nochmal Sadio Mané. Super Ballername. Rausgeschlagen von Koné. Erst Minuten
waren ganz gut, waren mutig von Mali, aber jetzt das erwartete Bild. Nächste Chance für den Senegal, für Mbaye Niang. Auch er spielt in Frankreich in der Liga bei Rennes. Mit Abstand die meisten Spieler auf dem Platz, die in der ersten französischen Liga spielen, haben alle damit große Gegner in der Erfahrung. Deswegen, auch wenn Mali noch nie bei einer WM dabei war und die Spieler sicherlich auch in Afrika noch keine so ganz großen Erfolge feiern konnten, aber sie haben alle fußballerisch sehr viel Erfahrung auf Top-Niveau. Marega, Kone angespielt. Moussa Marega, erster Ball, der, wenn er ankommt, gut werden kann. Abstoß für Gomis. Hat das Duell gewonnen gegen Diallo, der bei den beiden Weltpokalen im Tor stand. Der Senegal zweimal dabei, noch kein Spiel gewonnen, einen Punkt geholt gegen Neuseeland. Im Moment, ja, eine ausbaubare Statistik. Und das ist das Ziel von Aliou Cissé, dem Trainer des Senegal. Wieder qualifizieren zum dritten Mal in Folge und dann vielleicht auch das erste Mal mehr Punkte holen. Gibt eine ganz lustige Geschichte mit Cissé. Der hat gespielt, als der Senegal 2002 das erste Mal Vize-Afrikameister wurde in Mali. Wird sich aber selber nicht so gern daran erinnern, hat im Finale einen der Elfmeter verschossen. War der letzte Schütze für den Senegal und danach war Kamerun Afrikameister und das Team rund um Cissé. Damals trainiert von Bruno Metsu, nur Zweiter. So, gutes Zuspiel. Marega im Laufduell mit Kouyaté. Bisschen allein gelassen. Moussa Marega und deswegen kann er auch nicht mehr draus machen. Da. Okay. Sabali für Niang. Gut gespielt, kein Abseits vom Stürmer. Aber bislang hält Mali hinten ganz gut dagegen. Die ganz großen Möglichkeiten für Mané, für Niang gab es noch nicht. Jetzt kann es gefährlich werden, denn jetzt ist Niang frei und durch. Die Chance für den Senegal. Klasse gehalten von Malis Torwart, von Djigui Diarra. Der spielt in Mali bei Stade Malien. Torhüter insgesamt vielleicht die Schwachstelle, aber vielleicht auch gerade die, die hier besonders brennen, die hier besonders on fire sind für dieses Duell. Erste gute Tat von Diarra. Ecke für Senegal. Rutscht durch. Sag kriegt den Ball noch. Aber macht noch was draus. Mané. Und Gassama, Kopfball. Kleine Unsicherheit bei Diarra. Aber Wagwe ist da. Der Kapitän des Teams, der in Nantes spielt. Molla Wagwe. Verlust Niang. Genepo, das ist der Unterstützer von Marega auf der linken Seite. Heftige Grätsche und jetzt gibt er Vorteil. Karten, das haben wir vorhin gesehen, hier bei dieser Qualifikation insgesamt sehr, ja, fest am Mann. Deswegen sehr wenige Verwarnungen, die es gab. Jetzt aber gibt es Freistoß. Foul an Marega von Sané. So, halbe Stunde gespielt hier in Agadir im Start Adra und
Das ist sicherlich ein erstes überraschendes Resultat. Mali, Achtelfinalist beim letzten Afrika-Cup, hat sich dadurch auf den 10. Platz in der Rangliste gespielt in Afrika. Aber ja, der Senegal bleibt sich seinem Weltpokalmotto getreu und zeigt noch nicht so wirklich das, was wirklich in dieser Mannschaft drinsteckt. Haben hinten ein bisschen Probleme in den letzten Minuten gegen Mariga und Djenepo. Und vorne war die Klasse eines Spielers wie Sadio Mané noch nicht zu sehen. Gay. Gassama. Wieder Gay. Der hat auf seiner Seite eigentlich jetzt ein bisschen Vorteile, weil Kone gelb gesehen hat. Gassama. Abgeblockt von Kone. Gibt die nächste Ecke für den Senegal. Vielleicht auch mal Standards nutzen. Mariga. Konterchance Mali über Diaby. Mariga. Ja, verpasst das Zuspiel auf den Mitspieler Djenepo Kone. Jetzt kommt der Ball auf Mariga. Und die Fahne ist oben. Und da hat der Senegal richtig Glück. Denn das war knapp und danach rutscht dann auch Sané noch weg. Also wirklich alles, was gerade fast schief gehen konnte, wäre schief gegangen. Aber sie haben Glück. Abseitsfalle aufgestellt gegen Mariga. Vor dem hat Cissé wirklich ausdrücklich gewarnt. Neben einer Portion Respekt vorm Gegner im Gesamten. Bedingungen sind, das wissen wir alle aus den Nachrichten, nicht so leicht in Mali. Auch wenn die Spieler meist im Ausland spielen, in Europa. Aber natürlich bekommen sie mit, was passiert in Mali. Und der Torwart, der in Mali spielt, der erlebt das Ganze natürlich noch sehr viel näher. Insofern wirklich klasse, was dieses Team im Moment aus der Situation macht. Diaby, Mariga. Nimmt den Ball nicht mit. Grätsche Fofana. Vorteil. Nein. Freistoß. Für den Senegal. Keita Balde. Sadio Mané. Und Amari Traoré ist da. Verteidigung insgesamt in der Liga. Traoré, Fofana, Ragoué und Kone spielen alle in Lyon, Rennes, Lens und Nantes. Die kennen sich aus der Liga, da spielen sie gegeneinander. Jetzt wieder Mali über links mit Kone. Flanke ist abgefälscht und es gibt nochmal in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eine Ecke für den Außenseiter, für Mali. Kone abgegrätscht, geht aber weiter mit der Chance und mit dem Tor für Mali. Und das ist richtig überraschend. Klasse gespielt, Ecke nochmal genutzt. Diaby macht das Tor. Spielt auch in Portugal bei Sporting. Abdoulaye Diaby mit seinem 8. Länderspieltor bringt Mali in Führung. Und sie haben das Auswärtstor in diesen Duellen gegen den Senegal. Einmal nicht aufgepasst. Bei der Ecke Kone abgegrätscht, Vorteil angezeigt. Diaby macht es eiskalt gegen Gomis im Tor des Senegal. So, da war die Grätsche. Aber klasse weiter von Bissouma auf Diaby. Trägt heute, das muss ich nachreichen, die Kapitänsbinde. Überraschend nicht Moller Wagui, sondern der Torschütze. Halbzeit in Agadir, überraschender Spielstand. Mali vorne gegen den Senegal. Das hat sicherlich so nicht jeder erwartet. Der Senegal muss sich etwas einfallen lassen im Durchgang 2. Braucht mehr Offensivaktion und mehr Aktionen für die Topstürmer vorne. Da haben sie eigentlich viel Qualität, die im ersten Durchgang selten zu sehen war. Mali hat aus wenig sehr viel gemacht. Gleich geht's weiter im Stade d'Adrar. Mit dem zweiten Durchgang Senegal gegen Mali. Bis gleich.